Hallo Leute, willkommen in meiner Küche. Okay. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und willkommen in meiner Küche. Wow! Ich mache diese Woche ein What I Eat in a Week. So ein bisschen Vlogging-Style noch, aber eben, ich zeige euch auf jeden Fall, was ich immer esse. Ich fange jetzt an mit Frühstück. Wir haben Montagmorgen. Let's go! Frühstück ist eigentlich sehr, sehr easy zu machen. Also ist wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar mache ich mir eigentlich nur Porridge. Das Ding ist, ich habe keine Milch an dem Tag gehabt, deswegen habe ich Wasser genommen. Einfach so, dass es halt gut bedeckt ist. Dann habe ich noch ein bisschen Agavendicksaft reingemacht, einfach damit es süßer ist. Schmeckt einfach besser. Und genau, Rühren nicht vergessen. Und dann habe ich mir einfach so Nektarinen halt klein geschnitten. Und in letzter Zeit achte ich halt schon wieder mehr auf das, was ich esse. Weil, als ich bei meinem Dad gewohnt habe, habe ich halt wirklich alles gegessen. Einfach, was halt da war, weil ich keinen Bock hatte, selbst zu kochen. Aber jetzt wohne ich alleine, beziehungsweise in einer WG. Und jetzt habe ich schon wieder Bock, so für mich selbst halt zu kochen und einzukaufen, muss ich ja. Und dann achte ich auch ein bisschen drauf, was ich gerade esse. Und ja, das seht ihr dann auch noch weiter. Meine Haut ist gerade nicht so gut, aber egal, darum geht's gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade eben voll den guten Morgen gehabt. Ich habe mir so ein bisschen, ihr kennt das doch, wenn man am 31. Dezember so sich so Sachen fürs nächste Jahr aufschreibt. Und ich habe mir gerade eben Sachen aufgeschrieben, die ich noch bis zum 31. September mache, Dezember machen will. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch hier endlich diese Kartons weggetragen, die hier noch so rumstanden. Den brauche ich noch, weil da liegen noch Sachen drin. Und genau, eigentlich sehr entspannt heute. Jetzt werde ich mir Mittagessen machen, weil ich habe übel Hunger. Und ich freue mich. Ich entschuldige mich jetzt einfach schon mal im Vorhinein, weil dieses Essen habe ich so oft gegessen diese Woche. Aber es ist einfach so geil, es schmeckt so gut. Und es ist so gesund. Es ist so gesund und es schmeckt so geil. Also, ich nehme da so eine, ja, ich glaube Schaschlik-Soße aus dem Aldi habe ich die. Und da macht einfach alles mögliche an Gemüse drauf. Vor allem Bohnen und Mais schmeckt einfach so geil. Cherry-Tomaten, beste Tomaten wirklich. Und dann halt Feta-Käse nicht vergessen, der schmeckt richtig gut dazu. Und ja, das esse ich einfach. Richtig easy, nice, love it. Hallo Leute, ich bin gerade von der Arbeit wieder zurück und... Also ich mache gerade so einen Teilzeitjob, falls nicht alle mitbekommen haben. Genau, da sehe ich mich by the way auf Insta immer voll mit, also folgt mir da gerne mal. Also was heißt voll mit? Ich zeige euch halt meinen Alltag. Genau, dann habe ich mir gerade was zu essen gemacht, das ging voll schnell. Und zwar ist es einfach nur so Pita-Brot, glaube ich heißt es, mit Pesto, Mais, Bohnen, Tomaten, also Cherry-Tomaten und Feta, weil ich hatte keinen Mozzarella mehr. Und das mache ich mir voll gern, immer so. Weil es voll schnell geht, vor allem abends. Deswegen esse ich das jetzt und schaue dabei ein bisschen Netflix. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Wecker gestellt. Habe ich auch. Vielleicht ist der Ausgang oder so. Ich habe es nicht mitbekommen. Auf jeden Fall ist jetzt 10 Uhr, glaube ich. Ja, 20 nach 10. Und ich mache jetzt Frühstück. Ich wollte nämlich ins Gym gehen heute Vormittag noch. Ist jetzt schon ein bisschen spät für Vormittag, aber egal. Ich gehe auf jeden Fall ins Gym. Weil heute fällt auch Cheer-Training aus. Deswegen... Ja, muss ich mich auf jeden Fall bewegen und ich war eigentlich ganz froh darüber, dass es ausfällt bei meinen Beinen. Tut noch ein bisschen weh vom Beintraining vor 2 Tagen. Und das Cheer-Training ist, also Cheer ist sehr, geht sehr in die Beine, deswegen bin ich da eigentlich ganz froh drüber. Dann mache ich heute Oberkörper und dann ist gut. Und ich muss auf jeden Fall laufen, ein bisschen auslaufen und so. Dann räume ich jetzt kurz die Küche auf und dann gibt's Frühstück. Okay, wir machen das jetzt hier im Schnelldurchlauf, weil ihr habt es ja jetzt schon gestern gesehen. Genau, ich mache einfach genau das gleiche Frühstück wie gestern auch. Gibt eigentlich nicht so viel dazu sagen. Obwohl doch, eine Sache muss ich echt anmerken. Seit ich mich gesünder ernähre, beziehungsweise ja drauf achte und halt gerade so ein Frühstück esse, wirklich so nicht so irgendwie so Müsli, so Schokoladenmüsli oder so, sondern wirklich sowas, habe ich viel mehr Energie und ich fühle mich so viel besser. Ich bin gerade aus dem Gym zurück. War richtig geil. Ich bin jetzt auch angemeldet im Gym. Also ich habe mir jetzt eins ausgesucht. Das heißt Clever Fit. Ist echt... sehr, sehr cool. Ist auch nicht so weit weg von meinem Zuhause, deswegen perfekt. Und ich mache mir jetzt Essen. Und ich dachte mir gerade so, wie dumm einfach, wie uninteressant es für euch ist, dass ich jetzt genau das gleiche wie gestern esse am Mittag. Das Ding ist bei mir, erstens, wir wollen ja real sein, ne? Ich zeige euch jetzt, was ich wirklich esse. So, ich schwöre euch, ich esse normalerweise abwechslungsreicher, aber das ist halt ein Essen,
davon bin ich nicht so voll. Also ich schaff's, dass ich danach noch halt ausgehen kann und nicht so einen Bauch habe. Aber jetzt ist gerade, ne, nicht so hart. Eigentlich gar nicht gerade so aufgebläht. Aber wenn ich esse, ich krieg instant so einen Bauch. Ich sehe aus, als wäre ich schwanger, wirklich. Deswegen esse ich jetzt Wraps, weil von denen sehe ich nicht gleich total schwanger aus. Und bin auch satt trotzdem. Deswegen gibt es jetzt Wraps wieder. By the way, ich mache mir die immer kurz in den Ofen. So, also wir haben einen Mikrowellenofen. Ich tue die in die Mikrowelle eigentlich für 30 Sekunden. Dass der ein bisschen weich und warm. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und da schmiere ich mir jetzt einfach halt mein Zeug drauf. Bitte gebt euch das mal. Das ist... Alter, es sieht so geil aus. Ich freue mich, das jetzt zu essen. Ich habe dem Direktor eine heiße Nummer angeboten. Begrüßen wir Ihre Tochter gern bei uns, sobald das Schulgeld für das erste Semester ein... Da habe ich zum allerersten Mal tatsächlich auch wirklich was gekocht. Lag eigentlich nur daran, dass ich den Lauch schon gefühlt... Also bestimmt nicht nur gefühlt, sondern wirklich sogar schon eine Woche beim Kühlschrank liegen hatte und echt mal weg musste. Deswegen habe ich daraus jetzt mit Couscous und Feta und Cherrytomaten so ein One-Pot-Gericht gemacht. Also einfach den Lauch halt angebraten, also ja, ne, mit Olivenöl so ein bisschen. Und dann habe ich halt den Couscous da gekocht und reingetan einfach. Ist wirklich so einfach. Ich finde, es muss einfach schnell gehen. Ich weiß nicht, beim Essen bin ich eh immer ungeduldig, weil ich gefühlt eh immer schon esse während dem Kochen. Das muss ich mir echt abgewöhnen, aber... Ja, dann habe ich noch ein bisschen Mozzarella drauf gemacht. Und ich habe gerade eben, weil ich war gerade einkaufen, habe ich gerade auch noch Trauben gesnackt. Die sind richtig lecker. Genau, und habe auch gerade gekocht. Hey, it's what it feels like when we share the same bed. When it's midnight, I'll be calling for you. Maybe I can lay on my feet. Wir haben 5 vor 9 und bevor ich zur Arbeit gehe, möchte ich noch ins Gym gehen. Ich hoffe, ich schaffe das wirklich. Ich ziehe mich jetzt um und frühstücke dann. Weißwein, wenn es geht. Eine Cola. Wieder Wraps, mal wieder. Ich war gerade eben im Gym, war richtig gut. Ich versuche jetzt wirklich so eine richtige Routine zu entwickeln. Also dass ich habe mir jetzt auch mal meine Sachen so aufgeschrieben eben. Also heute muss ich noch machen, aber schreibe mir jetzt die Sachen halt auf, die Tage, was ich halt mache, so Push, Pull, Beine, Rücken, whatever. Ich schreibe mir das auf. Und dann kann ich nämlich auch mehr immer so mit Plan trainieren und nicht immer, was ich gerade noch mich dran erinnere, was man noch machen könnte. Genau, so viel dazu. Ich habe auch nicht so unglaublich viel Zeit, also 20 Minuten, also eigentlich eine Viertelstunde, will ich mich anfangen zu schminken, weil ich muss gleich zur Arbeit und ich bin halt noch gar nicht ready. So, richtig geil. Genau, ich bin jetzt ready. Ich werde jetzt zur Arbeit gehen. Boah, meine Stimme ist voll komisch. Und ja, wir sehen uns später wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Arbeit war chillig, beziehungsweise irgendwie anstrengend, weil nicht so viel los war, sondern schwimmen immer richtig viel. Interessiert euch gar nicht. Okay, egal. Ich bin hungrig und müde. Hab ich hier geschlafen? Ich komm zu spät! Was? Ich komm zu spät, ich hab verschlafen! Also erstmal habe ich vorher nochmal einen Wrap gegessen, wer hätte es gedacht. Weil... ich hatte noch Thunfisch und ich hatte so Bock auf Thunfisch. Warum auch immer. Und die zweite Sache ist, ich habe ein kleines Müsli gegessen. Ich will eigentlich aufhören, so viel Müsli zu essen. Ich habe dummerweise Milch gekauft und das war keine gute Idee. Also halt Hafermilch. Egal. I ate it. Und es war gut. Und jetzt bin ich glücklich. Mein Magen ist glücklich. Und ich werde jetzt nichts mehr essen. Logischerweise, wir haben auch schon 0 Uhr. Und ich werde jetzt ins Bett gehen. Deswegen, we see you tomorrow.
Leute, ignoriert mal kurz meine Haare. Da ist noch Gel drin von gestern. Ich muss sie heute waschen. Aber ich gehe nachher zum Gym, deswegen ist es eigentlich gerade egal. Ich wollte euch nur zeigen, dass ein Paket bei mir angekommen ist. Eigentlich schon gestern, aber ich habe es nicht gesehen. Das war ein Briefkasten. Falls ihr euch an mein Back-to-School-Video erinnert und falls du es gesehen hast, dann weißt du, dass ich mir zwei Taschen bestellt habe. So Tote-Bags. Und eine ist angekommen. Ich bin sehr gespannt. Oh, die hat einen Reißverschluss oben. Das ist so praktisch. Okay, doch, die ist relativ groß. Da passt viel rein. I like it. Yes. Ich mache mir jetzt Mittagessen. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, mal was anderes zu essen als sonst. Ich werde... ich liebe diese Dinger. Gibt's auch im Aldi, keine Ahnung. Und so Barbecue Flatbreads steht drauf. Das ist mein absolut favorite Essen gerade, weil es einfach so lecker ist. Ich finde es for real besser als Pizza. Ich bin ganz ehrlich. Und da mache ich dann einfach, also in dem Fall jetzt hier Pesto, Cherry-Tomaten, Mozzarella. Oh mein Gott, so gut. Mais packe ich sowieso immer auf alles drauf, weil Mais ist einfach toll. Und genau, da mache ich das, würze ich das manchmal auch noch ein bisschen. Oder in dem Fall hier habe ich jetzt auch Hummus drauf gemacht, Mais, Bohnen, Feta und auch ein bisschen Cherry-Tomaten wieder. Und eigentlich, es ist einfach geil. Es ist wirklich besser als Pizza, ich schwöre es euch. Und das packe ich dann immer nur so ganz kurz in den Ofen, damit halt der Käse wenigstens schmilzt und das Ganze halt einfach warm wird. Und schon hat man richtig gutes Essen. Und es geht richtig schnell, schmeckt gut. Und ich muss sogar sagen, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ich so eine kleine Gluten, nicht Unverträglichkeit, aber so Empfindlichkeit habe. Weil ich meinen immer so richtigen Blähbauch bekomme nach dem Essen. Wenn ich vor allem Nudeln esse. Deswegen probiere ich gerade so ein bisschen aus, auf Gluten zu verzichten. Also hier, die haben jetzt schon noch Gluten. Aber ich habe die eigentlich gut vertragen. Deswegen keine Ahnung, was beim Magen nicht stimmt. Aber den habe ich gut vertragen. Und da habe ich noch einen Wrap gegessen. Das war dann am Abend. Der war auch richtig geil. So, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir gerade Wraps gemacht. Also ich habe zwei gegessen. Und auf jeden Fall werde ich mir jetzt gleich das Video schneiden, das ihr gerade schaut. Damit es Sonntag online kommt. Und ja, ich habe auf jeden Fall vor, auch wieder mehr zu vloggen. Ich wollte eigentlich das eben nur so als What I Eat in a Week machen, aber das habe ich ein bisschen mitgevloggt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und folgt mir gerne auf dem Kanal, beziehungsweise auch auf Instagram oder TikTok. Und dann hoffe ich, sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. I wish it was dead.